So. Wunderbar. Und dann einmal auf Sims. Muss ich mal hochscrollen. Das muss ich gleich gucken, dass ich den richtigen Spielstand lade. Achso, nebenbei kann ich Musik laufen lassen, ne? Muss ich nur gleich die Ingame-Musik wieder ausmachen. Vergiss nicht, das Spiel zu schicken. Alles gut. Alles gut, machen wir dann beim nächsten Mal. So. Spiel laden. Hab mir nämlich privat eine Familie mal erstellt. Aber mal gucken. Ich will es auf jeden Fall schaffen, dass Snow heute ihr Baby kriegt. Wieder privat. Ich glaube, du Sch Wieso? Wieso? Ich darf auch privat spielen. Ich habe auch ein Privatleben. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich habe ein bisschen Privatleben. Kommt zwar nicht oft vor, aber ja. Privat. Was? Genau das. Na, da ist unsere kleine Rose. Rose bleibt mal stehen. Oh Gott! Ein Pornoblick! Rose. Ihr fallen halt einfach die Augen zu. Komm schon. Naja, aber dann einmal schön in ihr neues Zimmerchen. Nein. Ist okay. Ja, und? Na, ist diese Lampe nicht süß? Ist diese Lampe nicht süß? Und vor allem, das ist mir übrigens erst später aufgefallen. Beauty is a Beast. Beatrix Potter? Na, no, ist das nicht cute. Einhörner. Ey, komm, Einhörner sind cute, ja? Einhörner sind cute. Außerdem sind das doch gar nicht so viele Einhörner. Hier ist eine Katze, da ist eine Katze, da ist ein Einhorn, ein Teddy. Muss ich gerade mal gucken, ist an der Wand noch was? Huch. Ja gut, da sind halt drei Einhörner, aber ey, komm, das ist mega cute. Das ist mega cute. Das da ist ein bisschen verstörend, aber das da ist halt mega cute. Das ist halt, ne, mädchenhaft, ein Vogel. Das geht halt auch noch voll. Dann Rosen wegen Rose, Katze, ne? Dann so ein Mäuschenstift und Hörnchen und. Und. Willst du wissen, wo der Panda ist? Ja? Willst du wissen, wo der Panda ist? Da ist ein Panda. Der Mondpanda. Ich weiß zwar nicht, warum es so rumsteht, aber egal. Da ist der Mondpanda. Da ist ein Panda. Ich habe sogar an dich gedacht in dem Zimmer. Ein Panda. Ja, ich weiß nicht, die haben den da so hingestellt. Aber es ist ein Panda. Weißt du, statt dass sie sagt, hey, nett, dass du an mich gedacht hast. Oh, ist ja süß mit dem Panda. Nein,
Der guckt sie während. Nicht. Ganz toll. Ich denke nie wieder an dich. Mobbing. Kümmere mich halt um meine Pflanzen. Wo bleibt eigentlich dein Bauch? Ja, komm, genau. Jugendfest. Oh mein Gott, da können wir mit dir hin. Aber erstmal sollte sie ein bisschen schlafen. Kotzt die Schüssel voll. Kotzt die Schüssel voll. Du Dreckskatze, geh weg von dem scheiß Kuchen. Das hat mich beim letzten Mal schon aufgeregt. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Huch. Geh schlafen. Wie fit ist sie? Okay. Bis zur Perfektion reinigen? Ja, ja. Bis zur Perfektion. Steckst du schon wieder fest, mein Guter? Nee. Den zurücksetzen. Woran steckst du denn jetzt schon wieder fest? Hä? Okay. Jugendfest besuchen. Rose, sowas tut man nicht. Hallo? Rose? Benehmen? Was? Was? Was tut dieses Kind? Also ich meine, was tut dieses Kind? Das Kind in Ruhe. Das ist mein Kind, hallo? Ich darf mit meinem Kind umgehen, wie ich will. Mein Kind. Oh mein Gott. Essen bestellen. Dreifarbige Dango. Matcha-Eiscreme. Veggie Yakisoba. Tamago Nigiri. Rinder-Yakisoba. Komm, nimm den Rinder-Yakisoba. Ja, es benannt also mein Kind. Ja, du hast es nicht aus deinem Sim rausgepresst. Du hast es nicht aus deinem Sim rausgepresst. Erst wenn du es aus deinem eigenen Sim rauspresst, ist es dein Kind. Vorher ist es nicht dein Kind. Was für deine Worte hier führt. Wer ist das? Miki Akiyama. Oh ja, freunde dich mit der an. Du auch nicht. Hä? Aber es war mein Sim. Also, es war mein Sim. Es war mein Sim. Das ist Fakt. Das ist eine unwiderlegbare Tatsache. Mein Sim. Das ist noch ein Kind.
Was bist du denn? Taku Akiyama. Hallo, Taku. Katarina Caliente. Megumi Ito. Hallo, Megumi. Oh Gott, ist sie hübsch oder ist sie hübsch? Ich finde die einfach so mega cute, ne? Max Ngata. Sieht aus wie ein Mädchen. Freundlich vorstellen, bitte. Einmal mit, wie hieß du nochmal? Miki. Nein, nicht Miki Krause. Aber mit Miki reden. Wir brauchen eine asiatische Freundin. Über Lieblingstier reden, kennenlernen, Gespräch über den letzten Geburtstag, Namen austauschen. Das tut man eigentlich als erstes, aber egal. Danke schön an. Über sonniges Wetter sprechen, Comicfigur zitieren. Ey, halt mal, warum? Über Schule reden. Du warst noch nie in der Schule, aber egal. Gott, ist das nicht eine Süße? Ohne Witz, ob ich mich in Rose verliebt habe. Ja, heute ist ein wirklich guter Geburtstag. Das ist ein schöner Name. Mein Name ist Rose. Es ist schön, dich zu treffen, Miki. Renno aus FF geflogen. In der Inina. Mag Popmusik. Ist mir aber auch schon oft passiert. Tag verschönern. Toilettenwitz machen. Komm, mach einen Toilettenwitz. Nach Hobbys fragen. Und dann setzen wir uns bei hier hin und erstellen eine Frühlingsbastelarbeit. Wo sind eigentlich unsere Eltern? Ohne Witz. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Einfach mal in der Bar rumhocken, wo sie sich das erste Mal getroffen haben, oder was? Will dann lernen, auf wen sie singen und nicht. War das dann? Achso. Nimmt's, legt's weg. Nimmt's, legt's weg. Mädel, du sollst malen. Hör auf, dich zu unterhalten. WB Luna! Wuppu! Kritzel, kritzel, mal, mal, kritzel, 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 mal. Kreativität 3. Level 3 Singfähigkeit, sehr schön. Tag der Fähigkeiten gefühlt hier. Was wird das, wenn es fertig ist? Aber Mental und Motorik ist nicht so ihrs, ne? Mental und Motorik ist nicht so ihrs. Aber sie muss halt gute Noten haben. Wenn sie gute Noten hat, darf sie halt auch älter werden. Oh,
lol, wir haben alle 3 an dem gleichen Tag Geburtstag. Ja, nee, ist klar. Na gut, rein theoretisch, wenn sie super Noten hat, kann ich sie auch früher altern lassen. Ganz rein theoretisch. Ich will auf jeden Fall Kreativität hochkriegen und sozial. Rose soll die Kreative sein. Sie hat aber auf jeden Fall ein, ja, Chaotin trifft zu. Sie hat ja ihr schlechtes Merkmal schon. Sie ist eine kleine Chaotin. In Inventar platzieren. Zeichnen. Fahrzeug. Zeichnen ein Fahrzeug. Komm. Schön mit Glitzer arbeiten, genau. Mal, meine Kleine. Das Festival endet in einer Stunde. Beende alle Aktivitäten, bevor es schließt. Kriegen wir hin. In Inventar platzieren, bitte. Na komm, wir können uns einmal auch mit ihm hier unterhalten. Einmal respektvoll vorstellen, bitte. Ja, machen sie schon. Tag verschönern. Interessen reden. Wer bist du? Billy Yang. Hallo, Billy Yang. WP Luna. Fantasy-Abenteuer spielen. Wobei, nee, das dauert, glaube ich, zu lang. Das waren aber 3 Minuten. Hätte Ryan einfach mal auf die Uhr geguckt. Boah, ihre Manier. Sie hat aber ultra schlechte Manieren, ne? Die Verantwortung würde ich aber gern hochkriegen. Sie zeigt die Nachrichten an. Das kann man einschalten? Warte mal. Das kann man einschalten? Hä? Wo kann man das denn einschalten? Ah, da! Glaube ich. Ah ja, stimmt! Ja, es geht! Seltsam. Ja, was denn? In meinem kleinen Fenster sehe ich das nicht. Da gibt es solche Einstellungen wie bei eurer Mod-Ansicht nicht. Da kann nicht... Ich habe keine Mod-Ansicht, wo ich die ganze Zeit rumgucken kann. Das ist alles so klein! Muss ich immer dreimal gucken. Ja, trotzdem, es geht ums Prinzip. Ich hab solche Zeiten nie. Braucht die eigentlich bisher auch nicht. Jetzt, wenn ich gucke, wann man da... Immer werde ich gemobbt. Ja, immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen und Schwachen. Schlecht.
Weil ich heute mit Geburtstagfeiern beschäftigt war. Lust auf draußen. Das kriegen wir hin. Hier. Kannst gleich deine Arbeit tun, da du sie einen Tag vernachlässigt hast. Ja. Guck mal, ein Babybäuchlein. Ja. Weil starten wir die Hühnerrevolution. Luna, dein Huhn ist schon lange verstorben. Das sind ja schon nicht mal mehr deine Kinder. Rein theoretisch. Bei mir werden übrigens zurzeit alle weggefangen, ne? Eins ist, glaube ich, weggelaufen und die anderen, naja, wurden verspeist. Ich lebe als anderes Huhn weiter. ja, Ryan, Luna lebt schon nicht mehr. Luna wurde von einem Fuchs gegessen. Luna hat einen Kampf gegen einen Fuchs verloren. Also nicht nur verloren, sondern ist dahin geschieden. Es gab ein Yam-Yam-Fressen für... Ne? Schließe diese Kaktion ab. Aber das ist doch nur halb so witzig. In dem Moment jetzt hier. Das wäre doch dann nur halb so witzig, wenn ich den abschießen würde. Das wäre ja langweilig. Hola. Hola. ¿Qué tal? Gut. Muy bien. Was? Gut, Bier, Bier. Moin! Sie belustigt sich an meinem Tod. Nein, ich belustige mich an dem Tod aller Hühner. Es sind... Hat Hühner? Nee, ich hab Hühner, aber meine Hühner... Hast du Luna umgebracht? Luna ist vom letzten Mal schon gestorben. Ein Fuchs hat sie gerissen. Boah. Weil ich den Zaun nicht abschließe. Ich weiß, ich stehe drauf. Huhn catchen! Ich habe nicht gesagt, ich finde es lustig, wenn du stirbst. Ich habe es gesagt, ich finde es lustig, wenn... Oder nicht? Ja! Gefällt's mir besser als vorher. Raus! Riesige Verbesserung! Hast du denn irgendwas zu tun? Ich wollte fragen, was mein Zombie-Mensch ist. Zu essen haben. Das Fleisch von vorhin? Ja. Mit Pommes oder sowas. Ja. Okay. Irgendwas Leckeres dazu. Okay. Auf jeden Fall das Fleisch von vorhin. Das Fleisch. Von warum leuchtet das da oben nicht? Achso, die waren schon vorher kaputt. Echt? Ja. Ist kaputt zerstört. Ja. Zombie. Ja. Ja. Nee, ich bin einmal gegengekommen und dann waren die irgendwie. Ist sie fett geworden? Sie ist schwanger! Seid ja fett geworden! Also Fleisch? Fleisch und. Und Brot. Pumas. Pumas, okay. Fleisch von Pumas. Fleisch von Pumas. Jo. Und Käse. Von den Pommesfritten. Frittenpommes. Pommesfritten oder Frittenpommes? Pommesfrittes. 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 Frischesfrittes. Frisches. Ja, ich werde mich gleich nochmal ein bisschen entspannen oben. Mhm. Ich habe eigentlich den ganzen Tag gemacht heute. Mhm. Was stimmt mit mir denn nicht? Ich weiß nicht, mich wundert selber, dass du so ruhig bist. Dann fahre ich um 21 Uhr los. Ja. Dann mache ich einen Zwischenhalt in der einen Stadt, wo wir früher gelebt haben. Mhm. Aber in der Stadtstadt, da liefe ich mich einmal kurz zur Bank. Mhm. Und kann mein Auto nochmal aufladen. Da muss ich morgen auch noch hin. Also nicht in der Stadtstadt, sondern bei Omama. Ah ja, ach, da sind wir morgen ja auch. Nee, du musst nicht! Dann lade ich da mein Auto auf und fahre ich weiter und werde ich die ganzen
Leute dazu. Luca. Steckst du zwischendurch mal oder machst du Standort oder so? Sowas? Wie Brüschel, sag mal. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich sag dir nicht ganz mich. Der ist geil, Luna. Der ist geil. Ich mag's eigentlich eher, wenn Zombies noch so ein bisschen vergilbt sind und anfangen zu stinken und zu gammeln. Ah, oh, dann finde ich so weich. Kaltes Fleisch. Gib ihn mir rot. Zappelnd. Ja. Mensch. Oh, hier, das ist ja wunderbar. So schön. Gut, dann gehen wir weiter. Okay. Ja, wann willst du essen? Ja, halbe bis eine Stunde. Kannst du doch gar keinen Hunger haben, ich habe ja gerade ein Eis gegessen. Ja, du hast gerade ein Eis gegessen. Ja, kannst ja gar keinen Hunger haben. Wieso? Ich habe hier kein Eis gegessen. Ja. Ja. Merkst du was? Ja. 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 Ist das so schwer zu verstehen? Ja. Bin ich Schwachsinn oder was? Ja. Achso. Warum hältst du dir eigentlich so den Bauch? Bist du schwanger? Nee, ich habe gerade ein Eis gegessen. Ja, ich halte mir auch immer meinen Bauch von dem Eis vergessen. Oh, guck. Achso, ja. So wie mein Klon, da das aussieht, kann man nur kokett sein. Genau. Das ist ja logisch. Er hat ein Eis gegessen, also hast du keinen Hunger. Das ist Luna, verstehen. Ja. Oh, jetzt kannst du aktivieren. Büüüüüp! Nee, so geht das. Büüüüp! Nee, so auch nicht. Büüüüp! Nee, aber nah dran. Nee, das geht gerade nicht. Du bist noch nicht freigeschaltet, glaube ich. Also, essen wir. Ja. Genau, Puma-Fleisch. Dankeschön! Ich sagte Dankeschön! Schön. Ja, das war Frieden. Diese The Charming von der vergangenen Torte. weil er vergammelte Torte gerne mag und weil er telefoniert nebenbei. Wir haben halt gestern ein bisschen gefeiert, lass mich. Also beim letzten Mal. Ja, wir machen dir ja was zu essen. Oh, hier ist ja auch verdorbenes Essen drin. Zusammenkochen mit Charming. Und es gibt... Was machen wir? Mandelmakronen. Frittiertes Gemüse. Komm, wir machen frittiertes Gemüse zusammen. Ja, wir kochen zusammen. Warum jammern die Katzen eigentlich? Vor allem hier stehen die da halt einfach alle. Aber Charming ist fett geworden. Der hat einen Bauch. Ja, wer hat denn da einen Bauch? Ja, hast du einen Bauch? Ja, hast du einen Bauch? Ja, du hast einen Bauch. Vor allem, warum kochen die halt einfach nicht? Jetzt. Was ist das? Hä? Wieso denn? Was habt ihr denn? Jetzt. Und musste einer Pipi? Ja, musste einer Pipi? Oh, du musst sogar duschen, du stinkst. Das hier ist aber ein Problem, Mädel. Na komm, geh duschen. Geh duschen! Du stinkst! Eigentlich ist aber dennoch eine Einschränkung. Oh, habt ihr zusammen gekocht, ihr süßen Schnuggels?
Ja, das freut mich. Ja, du gehst zur Arbeit. Rackert der noch immer wieder. Ja, aber warum? Ist doch logisch, dass man nicht mehr zu fragen hat. Wie wir unser Essen einfach mal mit der Katze teilen. Rose ist zur Schule. Das Geilste ist halt, Rose sieht dann halt wirklich immer ihre Schuluniform an. Ich würde es echt so machen, dass ich allen Schulkindern dann irgendwie, das werde ich aber außerhalb des Streams machen, in der Schuluniform anziehe. Das wird richtig cool, wenn dann alle in der Schuluniform rumlaufen. Ob ich zurzeit zu viele Korea- und Japan-Filme geguckt habe? Ja! Entschuldigung.